Rein in das letzte Rennen im ADAC MX Junior Cup der 85er Piloten. Wir sagen willkommen zurück aus dem hohen Norden, aus Tensfeld an diesem Wochenende. Für alle die dazugekommen sind, zweiter Tourstop der ADAC MX Master Serie 2021 hier auf der berühmt-berüchtigten Anlage des MC Tensfeld am Damsdorfer Kreuz. Und nachdem wir zwei Läufe in allen Klassen jetzt hinter uns gebracht haben, wartet natürlich das Finale jetzt hier auf unsere Nachwuchstalente aus der Klasse 85, die jetzt hier also hinausgegangen sind in ihre Besichtigungsrunde. Also vor jedem Lauf wird hier noch einmal der Track besichtigt, sich noch einmal warm gefahren, wo die Fahrer noch einmal die Möglichkeit bekommen, alles ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Und dann sind wir natürlich gespannt, ob Levi Schrick hier den Deckel oben drauf machen kann. Der schnelle Mann aus den Niederlanden, der schon zwei Läufe an diesem Wochenende für sich entscheiden konnte und dem jetzt natürlich noch 25 Punkte gut schmecken würden für den Overall-Sieg. Aber soweit sind wir noch nicht, denn hier vorne weg fährt erst einmal Gian Dönsen, die 574, der da in der Startaufstellung gestern sich P1 gesichert hat, also die Pole rausgefahren hat auf der orangenen KTM vor dem schnellen Mann aus Russland, Semen Rybakov mit der 747. Das sind die ersten beiden Jungs, die wir hier sehen im Bild, und dahinter auf Position 3 Vitislav Marek, der schnelle Tscheche, an diesem Wochenende mit einem 3-4-Resultat bis jetzt bestückt. Also auch schon ordentlich Punkte hat sammeln können hier auf dem sandigen Kurs der Tensfelder. Und jetzt wartet also der Final Climb, die Entscheidung, die jetzt hier in wenigen Augenblicken ausgetragen wird. Markus Ossolins dahinter. In Schlagdistanz der schnelle Mann aus Lettland mit der 714 aus dem Kosak Rennstall. Hier für euch gleich nochmal ans Gate Roland und unser Levi Schrick mit der 567 auf dem Nummernplate. Also von Startplatz 5 wird er hier die finale Aufgabe wahrnehmen. Also jetzt geht's hier hinein in die Boxengasse, noch einmal zurück. Dort bekommt der Gian gleich die Starthilfe eingerastet. So, hier sehen wir es nochmal in der Übersicht. Die Startaufstellung aller 20 Piloten, aller 40 Piloten, die wir hier dabei haben. Dönsen, Rybakov, Marek, die ersten drei. Ossolins, Schrick, dann Zanoc, der auch stark war vorhin in Rennen 2. Vor Franzen, Saikans, Adomatis und Johnny Frank, auf den ich gespannt bin, die 194. Der Deutsche vom ADAC-Team Visa Ems, wie gesagt, war vorhin schon richtig gut dabei in Heat Nummer 2. Und wir aus Norddeutschland drücken ihm natürlich jetzt hier die Daumen, ist ja ganz klar, dem Jonathan Frank. Tja, hier sehen wir noch die weiteren Ränge 21 fortfolgend, die wir hier ebenfalls noch mit im Programm haben in dieser Klasse, die dann aber natürlich weiter hinten gleich ins aufs Startgate einbiegen dürfen mit Finn Lange und Co., die wir hier also im Bild haben. Wir schauen noch einmal ganz genau hin, da auf die Gate-Einteilung. Vitislav Marek jetzt hier mit dem Platz ganz rechts außen, also die 479 sehen wir hier, der also die innerste Spur wählt und zwei Gates weiter von ihm aus gesehen nach links. Der Mann, der auch einen Holeshot schon holen konnte und zwei Laufsiege auf seinem Konto verzeichnet hat. Levi Schrick, der es jetzt also richten soll für die Truppe vom Motivation Motorsports Team. Das also sein Supporter hier auch an diesem zweiten Wochenende der ADAC MX Masters. Ja, und jetzt nimmt hier das Bild so langsam aber sicher Formen an. Es wird sich noch einmal locker gemacht. Ihr seht da, wie die Piloten ihre Arme noch einmal ausschütteln, denn jetzt gleich heißt es 15 plus 2 nochmal Vollgas durchziehen und nochmal alles in die Waagschale werfen, denn es wird mit Sicherheit das anstrengendste Rennen für unsere 85er Piloten
der drei, die wir hier auf dem Programm haben für unsere Kids Class, für unsere Junioren. Also, Hole Shot in Race 1 ging auf das Konto von Schrick. Hole Shot in Race 2 war bei Florian Helmuth, dem Mann mit der 599, der sich da super verkauft hat, von Startplatz 20 aus da nach vorne geschossen ist. Wir gucken mal, wie es jetzt hier in der dritten Runde ausgeht, wer sich gleich durchsetzt auf dieser langen Gerade hin zur ersten Linkskurve. Grüne Flagge, wir sind bereit, die letzten 15 laufen. Schauen wir mal rein, Marek, oh, der hat sich da weit nach vorne gestreckt. Vítězslav Marek, der Tscheche, schaut sich da um und ich meine, dass er als erstes diese rote Red Bull Holeshot-Linie gekreuzt hat, aber wir lassen uns das natürlich gleich noch einmal absegnen von unseren Kollegen des ADACs, aber auf jeden Fall ein herausragender Start, mit dem er sich hier erst einmal an die Spitze des Feldes setzt. Vítězslav Marek, genau so einen Start hat er jetzt gebraucht hier für dieses Rennen, denn in Heat 2 hat er es ja nicht ganz geschafft auf die Podestplätze, knapp am Podium vorbei geschlittert mit Platz 4 und hier kann er sich erst einmal durchsetzen. Jawohl, hier wird es bestätigt, also Daumen hoch in das Lager von Marek, Holeshot bestätigt für den jungen Mann aus Tschechien. Und hier haben wir auch schon den ersten Sturz, den wir im Bild sehen. Das müsste Dina Mika Plas gewesen sein, den es da vom Bike geholt hat. Ja, und unser Mann, der schon zwei Laufsiege an diesem Wochenende hier verzeichnet hat, Levi Schrick, da nicht ganz so weit vorne dabei wie in Race Nummer 2 vorhin. Aber jetzt gucken wir hier erst einmal rein in dieses letzte Drittel der Runde, wie sich die Piloten hier gleich einkommen bei uns im Zielbereich. Also Marek, dann Dönsen, der Mann mit der 574 und dann Levi Schrick auf Platz 3 schon vorgefahren. Also nach keinem idealen Start, jetzt schon Dritter. Der Mann mit der 567, der uns ja schon so viel Spaß gemacht hat hier an diesem Wochenende in Tensfeld und der natürlich unbedingt diesen Overall-Sieg haben will. Und da ist jetzt richtig Betrieb an der Spitze. Marek hat da eine super Linie gefunden im ersten Sektor. Und wir beobachten hier die weiteren Stürze. Ihr seht es im Bild, unsere Flag Marshalls im Einsatz gewesen. Da hat es Franzen erwischt. Den KTM-Pilot mit der 433, der da kurz zu Boden gegangen ist. Aber es ist nichts weiter passiert. Er kann hier das Rennen weiterhin aufnehmen. Und der Levi Schrick ist jetzt schon vorbei an Gian Dönsen, wir haben schon einen neuen Zweiten. Hier sehen wir es gut im Bild. Also ist jetzt schon auf der Jagd nach dem Tschechen Vítězslav Marek. Und damit der Gian zurückgefallen auf Position Nummer 3. Jetzt geht es hier hinein in die Splitline-Passage von allen Piloten, die innere Spur erst einmal gewählt. Es geht natürlich jetzt hier erstmal darum, überhaupt den Rhythmus aufzubauen in diesem Rennen. Und da eine möglichst kluge, technisch saubere Spur zu treffen, um hier möglichst gute Rundenzeiten uns hier an der Zeitnahme entgegenzubringen. Also, Schrick auf dem Weg nach vorne. Da ist jetzt nur noch eine Motorradlänge zwischen dem Mann mit der 479 und der 504.
und 70. Also der schaut sich schon um. Vítězslav Marek, der hat da schon gesehen, dass er im Rückspiegel Besuch bekommt. Schrick zieht hier eine 1,58,2, damit mal ja, eine gute Sekunde schneller gewesen in der letzten Runde als unser Spitzenreiter, als Vítězslav Marek. Ja, und der Markus Hosolins, der spielt da vorne jetzt auch noch eine Rolle mit. Die 714, der Mann aus Lettland, der für das Cossack-Team hier dabei ist, greift jetzt hier die dritte Position an von Gian Dönsen, der hier gerade ein paar Probleme hat auf der Strecke. Sieht nicht ganz so rund aus in den letzten Passagen wie die KTM von Markus Sosolins. Werden wir beobachten. Die ersten 5 Minuten absolviert für unsere Fahrer in dieser 85er-Klasse. Und das ein Vierkampf hier vorne an der Spitze, dieses Quartett, was wir hier super sehen im Bild. Was ich hier erst einmal absetzen kann vom Rest des Feldes. Tja. Dahinter Rybakov, der Russe auf 5-0. Sanoc, wieder kein Superstart von dem Mann mit der 716 auf Position 6 hier bei uns gezeigt. Zeitkant 7-8 für Picard, 9 für Hadomaitis. Und Aaron Kovac präsentiert sich ja auch hervorragend. Die 4,88 der Deutsche angekommen jetzt auch in den Top 10. Tja, wann kommt der nächste Angriff von Levi Schrick? Das ist die Frage, die wir uns hier natürlich stellen. Denn er fährt hier identische Spuren von Marek. Und ich glaube, er wartet nur auf den richtigen Moment, um da seinen Angriff, hoffentlich effektiven Angriff auf Marek zu setzen. 1,2 Sekunden trennt hier die Spitze aktuell voneinander. Dönsen schaut sich um und registriert jetzt. Oh, oh. Von hinten drückt jetzt Hosolins weiterhin aufs Tempo. Aber schon wirklich enorm, was dort vorne für Zeiten geboten werden. Die ersten 4 Piloten alle in einer Sekunde unterwegs. Alle hier mit 2.00er Rundenzeiten in Lap Nummer 3. Angeboten von unseren Spitzenfahrern hier in diesem Feld. Tja, die große Frage, kann Noel Sanoc da wie auch im zweiten Race noch irgendwie im Laufe des Rennens den Anschluss finden? Während wir jetzt hier die erste Attacke sehen von Schrick an den Spitzenreiter Vítězslav Marek. Hier gehen sie parallel schon über die Tables, aber noch kann Marek da die Angriffe abwehren. Motul-Passage. Einfahrt auf die langgezogene 180-Grad-Kehre. Dort am Scheitelpunkt der Runde. 57 im ersten Sektor gefahren von Levi Schrick. Damit hat er wieder 8 Zehntel rausgefahren auf unseren Spitzenmann. Und Gian Dönsen verliert hier allmählich den Anschluss an unser jetzt Führungsduo hier an der Spitze des Feldes. Halbzeit im Rennen und jetzt schon die ersten Fahrer, die hier überrundet werden. Also die Pace, die dort vorne an den Tag gelegt wird, ist schon enorm. Und das, wie gesagt, auf dieser schon ordentlich zerschossenen Bahn hier in Tennisfeld, zumindest wenn man da in Abschnitt Nummer 2 hineinguckt. Ihr seht das hier sehr, sehr schön im Bild. Keine langgezogenen, glatten Geraden mehr, sondern eben schon kleine Waschbretter, die sich da durch die Bremsspuren herausgefahren haben. Jetzt geht es an der Boxengasse hier vorbei. Gibt kurz die Pitboards, die da rausgehalten werden. Ihr seht das hier super im Bild. Da steht einfach nur noch drauf, fast. Also Kette geben, die Ansage im tschechischen Lager hier für Vítězslav Marek, der hier alles probiert, hier kurz ein Problem hatte in der Innenkurve, fast zu Boden gegangen war, doch mal das Bike cool abgefangen hat. Und jetzt nutzt hier Levi Schrick die Gunst der Stunde aus und zieht hier, so scheint es, vorbei. Nein, Marek macht cool den Laden dicht in der Innenkurve. Aber
Marek jetzt hier in Bedrängnis. Nächster überrundeter Fahrer. Nimmt er jetzt hier Einfluss auf diesen Zweikampf? Nein. Hat hier im Blick, dass die Spitze anrollt und mischt sich da gar nicht erst ein in diesen Kampf um den Sieg in diesem Rennen und natürlich auch den Tagessieg heute hier im Tiefsand von Tensfeld. Noch einmal der Versuch jetzt hier im Mittelteil der Runde von Levi Schräg, versucht es jetzt auch innen, aber macht da hier dann doch, zieht den Nachteil aus dieser Kurve heraus und bleibt hier erst einmal auf Position 2. Ja, Dönsen hat sich wieder so ein bisschen erholen können, so scheint es mir. In der letzten Runde fährt jetzt hier wieder eine konstante 1,59er Runde, während hier ein Problem ist bei unserem Mann mit der 597. Bei Helmut, der hier also ein Problem hat in Rennrunde Nummer 5 und jetzt hier durchgereicht wird durch das Feld. Jetzt schon nur auf Position 30 liegend im Feld. Aber wir widmen uns weiter in dem Kampf an der Spitze. Marek gibt hier wirklich alles, um diesen Laufsieg in trockene Tücher zu bringen. Aber es sind halt noch 4,5 Minuten plus 2 Runden. Jetzt der Angriff. Und in diesem Augenblick zieht hier Schräg vorbei. Also das, was ich in den letzten Minuten hier angedeutet hat, ist jetzt passiert. Nach 11 Minuten Fahrzeit übernimmt der Niederländer Levi Schräg hier die Führung und schickt den Tschechen zurück auf P2. Ja, Dönsen, Ossolins auf 3 und 4, Rybakov 5, 6 für Noel Sanoc, der hier momentan nicht weiter nach vorne kommt. Also Rybakov hat da genügend Argumente, der Russe, um hier vor Sanoc zu bleiben. Adomaitis 7, 8 für Zeikanz, 9 Picard. Von Position 10 hat hier der Mann mit der 20 inne, Boton Hataya, der hier auch einen starken Auftritt zeigt, von Platz 17 aus nach vorne geschossen auf die 10. Also auch ein starkes, starkes Resultat von dem Mann mit der 20. Ja, Überrundungsflut, ihr seht es hier eingefangen im Bild, jetzt für unsere Spitze. Keine leichte Situation. Denn Marek will natürlich versuchen, so lange wie möglich dran zu bleiben an Schräg. Und vielleicht baut der ja jetzt auch im letzten Teil des Rennens noch irgendwo einen Fehler. Von daher wird er alles probieren, um dran zu bleiben. Um vielleicht auch einen Lucky Punch zu setzen in den letzten Runden dieses Rennens. Tja, ja, man hatte das Gefühl, er muss erst so ein bisschen reinkommen. Hier in seinen Rhythmus, Vitislav Marek. Die Starts wurden immer besser hin, jetzt in dieses dritte Rennen. Und wir haben es vorhin auch von den Masters-Piloten gehört. Der Start ist so entscheidend, auch hier in dieser 85er-Klasse. Und von daher geht das schon in Ordnung, was hier unsere Spitzenjungs vorne machen. Aber die Konstanz, die man hier im Lager von Schräg an den Tag legt, über diese drei Läufe wirklich das Tempo zu bestimmen, ist schon erstaunlich und macht natürlich auch Hoffnung auf das, was jetzt folgt in den nächsten Wochen mit dem Rennen in Drez, was ja auch im Tiefsand ansteht als nächste Station. Auch für die Piloten aus dem ADAC MX Junior Cup. Und von daher wird er da im Championat immer weiter nach vorne rutschen, wenn er da weiterhin so am Gashahn zieht, wie hier an diesem Wochenende in Tensfeld. So, kleine Probleme jetzt bei Marek, denn von hinten drücken jetzt
die Jungs mit Dönsen. Und Oso Linz nochmal mächtig aufs Gas. Bin gespannt, ob der Gian da vielleicht nochmal die zweite Luft bekommen hat und sich hier in den verbleibenden, ja, drei Runden müssten es jetzt noch sein, irgendwie den Marek noch schnappen kann. Ich hoffe nicht, dass ihm jetzt hier die Kraft ausgeht oder er sich zu sehr unter Druck setzen lässt von der Speed von Dönsen und Rybakov, der auch vorbeigegangen ist an Oso Linz in der letzten Runde. Also die neue Reihenfolge: Schrieg, Marek, Dönsen und Rybakov, die ersten vier, Oso Linz 5, dann Sanoc, Saikans, Adomaitis, Picard und Tataya. Frank auf 11 vor Franzen, Kovac, Jung und Lukas die Ränge 10 bis 15 auch einmal im Standing hier kurz für euch verlesen. So, in diesem Augenblick läuft die Uhr ab, die aktuelle Renndistanz also vorüber und damit wird Levi Schrick in wenigen Augenblicken hier in die letzten beiden Rennrunden einbiegen dürfen, während wir uns hier natürlich diesen Dreikampf, der es ja jetzt mittlerweile schon ist, um Platz 2 noch einmal ganz genüsslich anschauen. Aber noch ist Marek hier der Zweitplatzierte. Noch kann er sich gegenüber Dönsen und Rybakov durchsetzen. Und da hinten haben wir es ganz kurz gesehen. Oso Linz und Zanoc sind sich auch noch nicht einig im Kampf um P5 und 6. Also auch da könnte noch einmal was gehen in Sachen Top 5. Die letzten beiden Runden sind draußen. Hier haben wir unsere Girls kurz gesehen mit dem Board und den letzten beiden Runden in der Hand. Während hier unser Führungsmann der Boxengasse entgegensteuert und seine KTM hier perfekt durchpilotiert und hier Meter um Meter rausfährt auf Marek. Auch in der letzten Runde noch einmal 7 Zehntel gut gemacht auf den Rest des Feldes. Also 2.002er Zeit von Schrieg, 2.009 von Marek und 2.01 gefahren von Dönsen, während der Russe dahinter nochmal mächtig Betrieb macht und hier nochmal eine 1.59 rauskloppt. Also auch der ist hier noch nicht zufrieden mit P4. Weiß aber natürlich auch, dass Oso Linz da von hinten noch zu beachten ist. Ja, der mittlere Teil jetzt hier in Angriff genommen von unseren Spitzenleuten. Levi Schrick hier noch einmal im Bild, der KTM-Pilot. Mit ganz, ganz sauberen Spuren, die er sich hier ausguckt im Mittelteil. Und dann sind wir ganz gespannt, ob Marek P2 halten kann. Vielleicht sehen wir den jungen Mann, den jungen Tschechen mit der 4.79 auch gleich noch einmal im Bild. Aber die Kamera bleibt erstmal bei unserem Führungsmann. Die letzte Runde ist jetzt angezeigt. Die letzten 1,5 Kilometer für den Holländer. So, Rybakov hat jetzt Dönsen passiert. Auch das hat sich angedeutet nach den Rundenzeiten aus RaceLab 8 und 9. Und jetzt hier ein Problem bei Marek. Der bleibt kurz stehen in der Box. Aber hat da Glück gehabt. Rybakov ist dann nicht vorbeigekommen. Jetzt vielleicht über die Außenkurve der Russe vorbeigezogen. Und in diesem Augenblick hier der neue Zweite. Einmal kurz stehen geblieben und vorbei ist es mit P2 für Vjatoslav Marek. Ein ungünstiger Zeitpunkt in diesem Rennen. In der letzten Runde
muss er den Russen hier vorbeiziehen lassen, der ein Hammerrennen hier anbietet. Nach verhaltenem Start wieder nach vorne geprescht, wie in Rennen 2 zuvor auch schon. Also, wenn die Starts da in den nächsten Wochen besser sitzen bei dem Russen, dann ist auch von ihm noch einiges zu erwarten von Semen Rybakov. Und jetzt muss der Vitislav hier auch noch um Platz 3 fürchten, denn Gian Dönsen dahinter hat das natürlich auch mitbekommen. Dieses Problem, was Marek da hatte zu Beginn der letzten Runde. Wie geht es aus? Die letzten Meter hier hin zum Ziel. Unser Führungsmann sieht ja quasi schon das schwarz-weiß gerierte Tuch. Hier haben wir ihn. Gratulation an Levi Schrick zum dritten Laufsieg. Das ist der Grand Slam. Das sind 75 von 75 Punkten. Mehr geht hier in Tenzfeld nicht. Riesenwochenende für Levi Schrick beim Sandklassiker von Tenzfeld. Also, da wird er sich mächtig freuen. Der Russe wird Zweiter, Rybakov. Auch vor ihm ziehe ich hier den Hut. Und Vitislav Marek wird sich ärgern. Hat hier Platz 2 noch aus der Hand gegeben. Vor Gian Dönsen, der auch am Podium leider vorbei geschrammt ist hier im letzten Lauf der 85er-Klasse an diesem Wochenende. Und Ursulins auf der 5 hier gefinisht. Sanoc wird Sechster, Saikans auf der 7. Adomaitis auf 8, 9 für Hataya und Platz 10 für die 433 aus dem dänischen Lager vom Becker Racing Team eingekommen, Jakob Franzen. Also, da ist es nochmal richtig spannend geworden in der allerletzten Runde unserer Junior Cup Piloten, die hier also für ein tolles, tolles Rennen noch einmal gesorgt haben am Sonntag in Tenzfeld. So, hier haben wir es nochmal im Bild, das Resultat. Also Schrick, Rybakov, Marek, dann Dönsen, Ozzolins, die Top 5, wie gesagt, Sanoc dahinter, Saikans auf der 7, die 8 für Adomaitis, 9 hat er ja, Franzen 10, dann Picard auf der 11, der deutsche Jonathan Frank, wieder mit vielen Punkten ausgestattet, 9 an der Zahl, in Rennen 3 auf 12, Kovac, Jung, Lukas, Denzau, Stampe, Föhrl, Lange und Bremser, die Top-Gruppe der besten 20 Piloten. Dann gucken wir uns natürlich auch noch die weiteren Ränge an, hier angefangen von Position 21, Dankeschön, Orlo, Booker, Domis auf der 22, Kipping 23, Engelmann dahinter, vor Epolis 25, dann Albers, Frank, Kaspari, Helmut und Bruder Raphael Helmut auf 30. Und damit haben wir hier unsere Top-Gruppe einmal für euch verlesen. Das also das Resultat aus diesem letzten Lauf der Klasse 85. So, ihr seht hier schon im Bild unsere Streckencrew schon wieder dabei, den Startbereich noch einmal neu abzubügeln, noch mal vorzubereiten für die nächsten beiden Läufe, die wir da gleich noch für euch im Programm haben, hier am Sonntag in Tenzfeld. Also unbedingt dranbleiben hier im Programm dieser zweiten Runde der Masters an diesem Wochenende hier in Tenzfeld.
Ja, und wir kommen zur Siegerehrung, zur Gesamtsiegerehrung bei der zweiten Veranstaltung der ADAC MX Masters 2021 hier in Tenzfeld, die Junioren 85. Und Platz Nummer 3, der geht nach Tschechien an Vyacheslav Marek. Platz Nummer 2 auf der tweede Plek aus den Niederlanden ist das Gian Dünsen. Und der Sieger, der Wiener von der Dach, ebenfalls aus den Niederlanden für Motivation Motorsport, Levi Schrick. Tja, und die jungen Piloten, neben den tollen goldenen Pokalen gibt es natürlich auch noch die 24 MX-Gutscheine. Aber jetzt hören wir zunächst für unseren Sieger die holländische Nationalhymne. Tja, noch einmal Applaus für unsere erfolgreichen Piloten. Und wir gucken noch mal ganz kurz hier. Okay. Vyacheslav. Very, very good racing in the sand. I didn't expect that. Yeah, I'm very happy about it because I'm not sand rider, but yeah, I'm happy. Ja, er sagt, also er ist kein Sandfahrer, aber er ist da absolut glücklich. Was ist denn da gerade in der letzten Runde passiert? Du hattest ein kleines Problem. What happened in the last lap in this race? You had a little problem. Yeah, I do a little bit mistake in the corner and Rybakov goes behind me. Also, er sagt, er hatte einen kleinen Fehler gemacht in der Kurve und da ist Rybakov dann vorbeigegangen. Aber egal, er ist noch auf dem Podium. Nochmal Applaus für Vyacheslav Marek. So, und hier höre ich schon, geht es direkt weiter unten mit der Sighting Lab. Dankeschön auch nochmal. Danke, Gian Dünsen. Danke, Levi Schrick.